Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Snackity und von Rebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. Also kommt zum nächsten Lauf, der Racing GT3 gewesen, am Satzfeuer mit dabei, der Glocki. Hallo, servus. Ja, und ich würde sagen, wir legen dann auch direkt los. Ja, schaut auch schon, ich sehe das im Hintergrund noch eingeblendet. Wir haben leider Probleme, was das Hub betrifft aktuell. Das ist jetzt eigentlich auch noch ein neues im Umschwung, soll heißen. Heute leider nur Spiel hat und ich würde sagen, Hier seht ihr es noch und dann sieht man sich gleich beim Rennstart wieder. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Snackity. Und von Rebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. So, das Rennen kann beginnen. Salzburg-Rennen, erste Saison auf die Finale, los geht's. Guter Start von Thomas, der schlechte Start von Landvogt und Tiki. Und er wird auch schon sein Off-Track gepusht. Vorne kommt Hamburg besser weg als Thomas und Alien gegen Palli dahinter. Hamburg kann sich durchsetzen. So, rein geht's in die erste Kurve, seine Schikane hier. Mal gucken, und Hamburg geht und vor. Hamburg hat sich durchgesetzt. Vor Clubmaster, vor Alien Palli auf der 4, ja, nein oder nicht, alles pusht in der Off-Track, geht durch, Nizza sind sich ja alle Off-Track, ein bisschen Tiki auch und jetzt macht Palli Ping-Pong, oh, Palli nochmal Ping-Pong, wieso schlecht, so, Palli durch Landvogt, also sind so viel für die Video und Send, muss da auch gucken, jetzt ist Tiki Off-Track, dann sind auch jetzt von Hamburg schon ein bisschen am Schulter, kommt Hamburg auch ein bisschen auf die Wiese, Landvogt ist auch wieder auf der Wiese, jetzt sind nämlich neben ihm, so sehen wir es auch schon, Rombo ab heute im Rennen haben wir auch Perspektive. Ist natürlich recht cool, ne? Ja, das ist ganz cool. Also, dass man mal sehen kann, wie es von der Fahrersicht ausschaut. Da sehen wir Tiki und wir sehen viel Verkehr hier. Das heißt, da geht es eigentlich, ja, irgendwo so zu 80 Minuten. Ja, der schnellsten Passage vor für der Strecke. Hier ist es sehr schwierig, das Auto auf der Strecke zu halten. Richtig. So. So, jetzt sind wir mal bei Clockmaster, der Hamburg. Richtig, und der macht den Fehler! Der fährt gegen den Fehler. Und jetzt, Gott sei Dank, ist er so klug und fährt über den Asphaltteppich hier drüber quasi. Und der verliert den Platz. Alien jetzt 2. Hannes auf der 4. Position. Get Real gegen die Sofern und Send gerade schon, mein Freund. Der fährt 11 erstmal auf die 5. Ja, der hat das nicht mit Daten gelegt. Wir haben das zwar noch nicht gesehen, aber. Also nach den Positionen her können wir es nachvollziehen. So, und jetzt hier hinten Guido Wille gegen Jogo und Glocki schon wieder auf Dreck da, so. Alien ist vor ihm. Macht da einen leichten Frontschaden, wie man sieht. Ja, von dieser, ja, Pöller-Geschichte da eben. Ja. Hannes mit dem Audi auch ganz gut unterwegs. Richtig. Platz 4. So. Ja, Hannes. Nächstes Rennen leider nicht da, dann wieder da und dann wieder mal nicht da. Also Markauf passt da leider, glaube ich, zumindest, wenn es so richtig ist. Ist schade, aber was willst du denn noch machen? Oh, Clockmaster zielt. Geht nach hinten. Und Alien geht off-track. Alien geht off-track. Alien küsst die Barriere, das ist aber nicht so schlimm. Und da kommt das Hannes und Palli mit volles Speed und jetzt fällt Alien den Platz. Und Hannes und Palli sind auch diese Ordnung. Okay, wir finden ihn eigentlich richtig gut. Ja, aber bei geht am Dach nur. So. Hier Carnage, Kollision, Hannes, Quer und Bremser und was weiß ich wie. Ja, es ist einfach zum ersten Mal sind wir hier. An dieser Stelle auch nochmal danke ans Technikteam, dass die das gefixt haben. Und war es jetzt andere Liga? Ne, war auch glaube ich die Liga mit. Da sind ein paar Probleme. Und das, also Entschuldigung, gibt es da gleich nochmal ein paar neue Kameras. Das ist ja richtig schön. Dann sehen wir aber auch Guido Wille da gegen Landvogt und Front quasi Jogo. Hannes kann sich verteidigen gegen Alien. So, und Poker hat soeben ein Interview gegeben, dass er nicht mehr teilnehmen wird. Das gibt es doch nicht. Dein Statement dazu, was du gerade so hörst. Poker konnte ja nicht starten. Haben wir gesehen, im Grunde war auch weit vorne, dazu ist er nicht da. Alles klar, hat es bekannt gegeben, dass er nicht mehr starten wird. Was sagst du dazu? Ja, es ist natürlich schade, dass er jetzt nicht mehr antreten wird. Aber durch die ganzen technischen Probleme, die er jetzt zum Schluss immer hatte, kann ich das auch teilweise nachvollziehen. Soweit so gut. Schade. Von Clockme, von Clockmaster hier. Das Statement dazu, ja, Salzburg, wie schon gesagt, neue Strecke gibt es ja auch in AC, da ist ja, aber wie ich finde, nicht so toll. Gibt es ja auch in R-Faktor, da sind wir ja schon mal drauf gefahren, zumindest, ja, zwei Fahrer, nämlich Landvogt und Send.
So, wir sind vorne Hamburg vor und da geht Jogo. Der hoffentlich noch mitfahren will, weil der hat jetzt kein Teamkollegen mehr. Mal gucken, ob es da vielleicht nochmal eine Teamzusammensetzung gibt. Da, nämlich wer jetzt raus ist, wurde mir noch ein Überraschung angegeben. Oder nehmen wir auch bei Getriel. Ja, Bembel raus. Ja, da Timo auch ja, noch zwei Rennen teilnehmen wird. Wahrscheinlich genau das war Rappes. Lauf 12. Ich guck mal ganz kurz so nebenbei nach. Ja, wenn die hier noch bei Glocke sind. Ja, ich glaube, man versucht natürlich auf Hamburg aufzuholen, wo er jetzt wieder eine noch größere Lücke herausfahren kann. Weil wenn Hamburg weg ist, dann ist er weg. Das haben wir in den letzten Rennen schon immer gesehen. So, und es ist Silverstone und Paul Ricard ist Finale. Okay. Ja, Dresden wieder ein bisschen Schwung nochmal bekommen. Wir haben inzwischen das System, dass sich spielübergreifend das Ganze halt, ja, inzwischen ist es so vorgeschrieben auch, dass die Systeme an sich gleich bleiben müssen, wenn da ein Admin-Wechsel in der Liga an sich stattfindet. Okay, ich unterbreche Alien gegen Hannes. So, jetzt hier. Alien kann erstmal in den Durchgehen. Die Kurve ist gefährlich. Man kann nämlich abfliegen, weil es nämlich eine, ja doch, Oldie-Kurve wieder steigen. Sehr stark. Die Strecke ist ja also auch nicht, ne? So neu. Ich kann gleich mal nachgoogeln. Wie alt denn überhaupt ist David nämlich ja? Das ja, ist auch der Grund, warum wir uns aktuell nur noch Spiele hatten. Haben wir von einem Sieger in AC, haben wir genau das vom Server. Und Clubmaster, da fliegt ein Pilon aber ganz schön weit hoch. Hilfe. Da fliegt sie und Deungel, oh, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Jetzt mal gucken, was in Omo, da liegt sie und die fahren Gott sei Dank nicht drüber. Huh. Der ist halt eben jetzt auch der Grund. Das hat von René, werden wir heute denken, oh, da hinten, oh Gott, Guido, Wille, also Batman auch mal leicht auf Track. Wir werden es wahrscheinlich nochmal sehen, das ist klar. Ja, bei den ganzen Polyps und Highlights Sachen wahrscheinlich. Aber wenn jetzt dann ein neues Haus er hat, macht das Ganze wieder ein Update, geht dieser Liga ist ja quasi ab dem 23.04. eingeführt. Mal gucken, was sich der VSL so einfallen hat lassen. René oder Kiefer ist immer nicht beteiligt, zumindest bisher nicht. Mal gucken, ob wir uns dann nochmal ein Original F1 hat quasi für die F1 18 Championship. Mal gucken. Aber VSL hat sich jetzt immer was eigenes einfallen lassen quasi. Ja, zwei von drei Events haben schon gesehen. Timo wieder noch ein bisschen sein Statement dazugeben müssen. Aber mal gucken. Ja, Infinity hat schon relativ gut aus und Clockmaster hat gerade Glück. Ja, hat Glück. Die Kurve gut. Du kannst auf Gras fahren, Glück, und dann kannst du aber ansonsten noch ins Kiesfeld abfliegen. Aber sobald du mal drin bist, kommst du relativ gut durch. Du bist bei der Kurve, ist so. Was ich mir so hab sagen lassen. Oh, Hamburg ist ja gerade in den Pöller gelegt. Kann das sein oder sah das bloß aus? Ja, das sah glaube ich nur so aus. Dachte mir gerade schon so. Also ich weiß nicht, was du da so siehst, wenn man durch einen Poller fährt, das könnte ein bisschen Schaden verursachen. Richtig. So, da hinten haben wir die Kampfgruppe, so Hamburg und klar geht die ziehen weg. Dann Alien, Hannes, Polly und halt dann eben Send so abgeschlagen mal wieder und dann, ja, Misshofen aktuell gegen, da sehen wir es auch mal gegen Tiki. Naja gut, ne, und dann, oh, Getriel wirbelt die Pylonen auf, wo fliegt denn die hin? Thema ist, warum machen wir die Pylonen? Gefährlich, wo die überall herumfliegt. Genau, jetzt sitzt du verkehrt rum, okay, so, aber die drei hier, die gefallen mir nicht so. Hannes ist ja eh bekannt für seine, ja doch, harten und geilen Clubs. Ich meine, geht ja immer mal wieder Fahrrad, die dann sagen, okay, komm, ich meine, meine Season ist quasi eh kaputt, ich kann dann mal ein bisschen Moves so versuchen und so weiter, das ist klar. Aber Hannes, der macht das immer, ist das egal, auch wenn die Season noch am Laufen ist und, also für ihn am Laufen ist, Chancen hat. Nee, ich, ja, steig quasi sonst mal oder irgendwas. Ja, und Pally, der kann sich verteidigen und Alien, der guckt dann, denken wir wieder so ein bisschen zu, mal gucken, wie es dazwischen den wahrscheinlich noch krachen wird, weil die drei hier gehen nicht gut, vor allem die zwei drin aktuell. Die haben sich nämlich nicht so lieb. Und ja, richtig realistisches Duell hier, wenn jetzt Alien, Clubmaster und Hamburg nicht werden, dann geht es wirklich um den Sieg, der, ja, die beiden 4-9 Stunden gewinnen quasi. Würde der Gewinnung der zweite Platz, so heißt er. Aber ja, auch an dich natürlich die Sache bereiten ist natürlich auch. Ja, auf Macau vorhin am 25.04. ist ja nicht mehr so lange hin. Ja, Macau, das könnte eine richtig schwierige Sache sein. Also hier kann fast, also man kann sagen, du weißt nicht, wer hier gewinnen wird auf Macau, weil das kann alles passieren. Du kannst dir sofort einen Motorschaden zufügen, sobald du nur eine Barriere mitnimmst oder sonst was. Weil richtig. Das ist es eng und winkelig und du kannst ja Fehler machen ohne Ende hier. Richtig, aber wir sind ja auch zum ersten Mal, ne? Dann wieder genauso und jetzt dann noch nächste Woche genauso. Dann ist es wieder einmal eine bekannte Strecke, dann ist wieder Macau, dann kommt Mid Ohio, Mid Ohio oder wie auch immer, muss man auch die Aussprache angewöhnen.
Dann Race Umbres wäre auch nochmal eine neue Strecke, dann Slowakei gegen auch nochmal eine neue und dann ist wieder eine bekannte. Weil wir da wahrscheinlich nochmal eine andere Variante fahren werden, nämlich die schnellere. Aber mal gucken. Strecke wäre das? Polka ist die letzte Strecke, das Finale. Da kennen wir ja nur nicht bisher die normale, die ja, längere Variante mit der engeren ersten Kurve. Also werden wir wahrscheinlich sogar ja, die andere quasi fahren, ne? Die, weil ich meine, die erste Kurve, also da gibt es mehr. Die in der DTM gefahren wird. Genau, ich glaube. Genau, glaube DTM, okay. Naja, also ja, auf jeden Fall. Die DTM gefahren, wo du in der ersten Kurve nicht so stark technisch abwegst, sondern richtig ja, wenig, genau. Um einiges mehr durchzuführen. Richtig, wahrscheinlich werden wir auch die fahren, weil das Contest, die können dann eben Spannung auslösen. Ja, und da vorne sparen noch alles hier gegen Ölwesen bei Pali. Beifahrer ist mit dabei, hier sehen wir mal die erste Kurve. Wie schon. Aber du siehst jetzt so richtig, wie Hannes im Auto hier richtig im Kopf mit Nachteil hat. Richtig, hat er. Gerade Kurven mit Augenrand. Richtig, im Kurven gibt es ja auch nicht so viel, ich glaube mal 3 Stunden. Also. Ja, oder halt die erste Kurve. Haben wir aber. Ja, ich meine, hast du gerade. Okay, was ist. Hallo? Das gibt es doch nicht. Blockmaster muss abstellen. Schade. Das ist jetzt alles weiter und Hannes Dritter. Jetzt gehen sie nämlich hier ums Podium. Pali auf der vierten Position sind jetzt auf die 5 vorgerückt. Ne, Quatsch. Da doch. Ne, 2, 3, 4, 5. Da schon. Jetzt ist auf ein 6. Tiki. Und jetzt kommt hier Poker. Poker, ja genau. Der raus ist, genau. Pali und Poker hört sich aber ein bisschen gleich an, ne? So, auf jeden Fall ist hier Pali on board. Hier M6, wo er so frustrated war. Bisher immer. Hannes geht weiter außen. Also in der Gruppe hier. Kannst du mehrere Linien wählen, kannst du enge fahren oder weiter auf. Und Hannes, wahrscheinlich kommt leicht hinten rein, das war auch gar nicht so super. So, jetzt mal gucken, da sehen wir vorne sind wir Hamburg und dann werde ich sehen wir mal die Kampfgruppe. Würde ich mir das Ganze mal angucken. Rilly Böhr, ja, Gott sei Dank, so. Na, Hannes blinkt schon jetzt free weiter oder was? Ja, nein. Pollen entscheidet sich für die Außenseite, ist auch in Intelligenz klug, in die S-Kurve reinzustellen, gibt fast keinen Sinn. Und Hannes, was macht trotzdem, macht diese nämlich. Gut, da ist es nicht so auffällig. Das ist extrem spät gebremst. Ja, ja. Also ich wollte es jetzt was ja, veranschaulichen, das ging es aber nicht, dass es doch relativ für normal und gut ausging. Aber wenn jemand einen Fahrer dann nochmal abfahren muss, dann bist du wirklich echt langsam und dann ist es wieder mal wiederum für Pali schlecht. Den dann holen dann bloß wieder noch mehr auf. Also, erste Kurve reinstechen, ja. Könnte man versuchen, aber ne, weiß ich nicht. Vor allem, weil hier der, weil ich meine, es gibt Schikanen, da geht schneller durch und das ist hier keine davon. Und jetzt ist Hannes auf der 2, Alin auf der 3 und Pali immer noch auf die 5. Position und Sand holt immer mehr auf da hinten. Der macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil wenn der nicht einmal dran ist, dann ist er dran. So, und jetzt der M6 gegen den McLaren und Pali kommt off track. Pali macht in die Wand, das ist in die Wand. Hat er Glück und Dark, was ist das? Und Sand, oh, das war knapp. Und wir sehen jetzt hier Hamburg, der kommt auch leicht off-track, so. Hier wieder on-track fahren, so. Wo sind die beiden anderen? Jetzt kommen sie gleich auf Start-Ziel gefahren. Ja, dauert doch ja, ein bisschen. Da kommen sie und Hans geht auch leicht off-track. So, die zwei hier, die Regen, also die regen mich auf. Die kommen auch mal näher, die Regen, dann geht wieder voll ab und auf den Cent. Jetzt am Pali vorbei. Wir sehen Kriegsheimwetzer aktuell leider der Kraftfahrer mal wieder. Ich glaube, in Silverstone ist er da auch wieder mal mit dabei und ich glaube Macau nicht. Und ich glaube da wieder in mein Ohio oder mit Oshio. Ich habe aktuell Probleme damit, aber okay, in den USA das einzige Rennen und so. Mal gucken. Aber ja, ich war ja am Anfang noch beschäftigt mit Admin-Tausch und so weiter. Ja, in Revsum wird es wahrscheinlich einen Admin-Tausch geben. Pali wird seine erste Liga leiten und somit wird er auch das größte zumindest von Revsum übernehmen. Dann will sie da ein bisschen zurücklehnen und wird dann auch noch nur noch einzelne Klassen quasi bringen. Ja, an sich haben sie jetzt darauf festgelegt. Gehe ich jetzt mal fest stark von aus, außer bei AC, weil da ist wiederum bei jeder Liga was anderes. Bei solchen Ligen wie den Race Room oder Project Cars und halt eben auch Formel 1 kannst du das schon relativ gleich ziehen, vor allem halt eben Project Cars und Race Room. Am meisten Project Cars. Dann sind sie dann vom System angewöhnt, das dann abändern für die jeweilige Saison oder halt eben verbessern, wenn es irgendwas gibt und das ist, währenddessen geht hier irgendwie gegen Hannes. Mal gucken, ja, das bleibt vorne. Ja, und bei Race Room wird sich nicht so viel direkt ändern, außerdem das technische Reglement der DTM wird mit der Gelegenheit rausgetauscht. 2 Rennformate ist auch klar, 2 Qualifying und so weiter, das ist klar. Tag bleibt gleich, weil Mittwoch Race Room taugt, ist weiter gesagt, schon fast 2 Tage. Aber ja, so an sich, es wird da auch wieder ein kommentiertes Video von mir im Pali geben. Ich glaube, das ist aber nur eine Ausnahme, ne? Wegen Österreich und so. Jetzt hier, gegen Nismo-Fan.
Mechanismus mit dem Umfang der Neuschleife war überhaupt sehr, sehr unzufrieden. Und jetzt hier auf dem Salzburgring auch wieder, wenn Tickets vorbeifährt. Und da haben wir das, das Phänomen. Wer da reinsticht und etwas langsamer durchfahren muss, und Pauli inzwischen wieder mal sind, der hat das Problem, dass die beide da so langsam durchkommen, dass der Hintermänner auf die Vordermänner fahren weg und die Hintermänner holen einfach auf. Das wollen sie nicht, sie wollen ja nicht, oder derjenige will in dem Fall nur vorbei, das geht aber nicht so gut. Hier, Strecke bietet ja generell sehr wenige Überholmöglichkeiten, du musst wirklich Top-Speed-Auto haben. Und wie vor allem hier reinbremsen können, dann hast du echt viel gut zu machen. Salzburg gegen Bischofsheim, wir fahren ja keine Spielberg, sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Wir werden dann in der kommenden Klasse Spielberg fahren, also wie kann ich mal verraten. Ja, wie schon gesagt, Pauli wird dann eben die kommende Sache leiten. Was ich aber schon mal ganz groß prophezeien kann. Und Sam fliegt ab. Sand macht den nächsten. Sam kommt relativ, da sieht man es gut raus, ne? Gibt ja auch Kiesbetten, da steckst du ewig fest, oder die treiben dich wieder ganz woanders hin. Ist hier nicht so. So, Hamburg wird uns gezeigt, was da los. Irgendein Problem, oder wie? Der, eine ganze Stadt zieht gerade Vorsprung. Das gibt es doch nicht. Auf jeden Fall. Ja, Hamburg ist sowieso ein Phänomen. Ja, bisher ungeschlagene Siege. Aber ich meine, wie schon gesagt, genau, wo war ich, genau da. Also was auf jeden Fall Sens sich schon mal gekrallt hat, wenn ich mal das ausdrücken darf, ist die WTCR, die wo jetzt neu hoffentlich reingeholt wird. Hoffentlich auch mit den, mit allen Rennstrecken quasi. Also auch Marrakesch, die Strecke würde mich auch mal sehr, sehr interessieren. Und dann glaube ich so ein, zwei sonstigen Strecken noch dazu quasi. Da ja, man sich entfernt, mal WTCC zu machen. Das wird man wahrscheinlich nochmal irgendwann durchmachen, nur von 13 bis 17 quasi durch. Aber jetzt ist erstmal WTCR quasi an der WTCR, stimmt schon. An der Tagesordnung mal gucken. Natürlich zuvor die andere Klasse und dann wahrscheinlich WTCR mal gucken, je nachdem halt eben. Summer Season hier in Race Room. Ich bin gespannt, aber die GT3-Liga Hamburg führt, würde der erste Fahrer sein, der eine Saison öfter lang durchgeführt hat. Aber bisher sind es, glaube ich, ist es die meiste Siegeskombi nebenslausen eben wie mal, keine Ahnung. Müssen wir auch mal nachgucken, ob er da, ja, ob er das hier quasi geknackt hat. Da 6 Siege in Folge bisher geholt. Sollte kannst der 7. werden. Ja, das ist schon eine beachtliche Statistik, wenn man bedenkt, dass hier nicht nur Fahrer dabei sind, wie Hamburg, sondern auch andere Fahrer gibt hier, die schnell sind. Aber das, was Hamburg hier macht, das ist ja eine Ausnahme. Richtig, Eulen überrascht mich persönlich auch, muss ich sagen. Wir kennen ihn ja aus anderen GT3-Ligen, da war er noch nie so gut. Aber mein Gott, ich meine, er braucht natürlich mehr der Pechvogel oder irgendwas sein. Und Hamburg ist langsam. Hamburg ist langsam. Was ist da los? Ne, er fährt noch. Er hebt ab. Er hebt ab. Was ist da los? Ein hohen Ping oder was? Schön oder irgendwas? Wie ist da los? Scheint wieder gut zu gehen. Ja, aber er hat natürlich jetzt enorm viel Zeit verloren. Also. Naja, er hat ja eine ganze Statistik, aber jetzt sind noch eine Viertel vielleicht, mit Glück. Sehen wir ihn nochmal, mal gucken. Hoffentlich geht das alles gut bei ihm. Aber wie schon gesagt, Race Room wird sich ein bisschen was ändern, das ist schon klar. Aber es soll sich halt eben nicht so viel ändern, weil sich ja manche Fahrer dran gewöhnen und dann soll man sich jetzt auch wieder nicht abgewöhnen, dann wieder neu suchen und dann kommt quasi wieder Sam mit seiner WTCR und dann wird es wieder ganz anders und so weiter. Das bringt ja nicht. Klar, wir haben es bei Formel 1 zum Beispiel, dass da gesagt hat, okay, man soll jetzt die Appenrolle nicht wechseln oder zumindest nicht stark umwechseln. Da man ja als immer quasi erkennen kann, welche Fehler man gemacht hat, damit die eben nicht mehr auftreten und so weiter, blablabla. Man kann sie dem Nachfolger quasi weiter sagen, aber ob es dann so hilft, das ist im Einzelfall dann zu besprechen, quasi, das ist immer bei der Batman gegen Landvogt hier. Ja, Batman würde aktuell auch ganz gute Punkte machen, ne? Aktuell wäre er nämlich, wenn ich jetzt nicht richtig täuscht, weiß ich auch gar nicht, 10. oder 9. oder 11., weiß ich gar nicht genau. Also auch seine ersten Season-Punkte. über diese Rennen haben wir uns eigentlich schon nicht mehr unterhalten. Hamburger, ja. Also abgestelltes Fahrzeug. Ist klar. Die Clockmaster, beide müssen abstellen. Das ist natürlich schade. Das heißt, Palis auf der 3 und Sand auf der 4. TG 5, Nitzhofen 6, okay. Ganz kurz, wenn wir schon mal bei Nitzhofen in der Nähe sind. Ja, auch wenn das Rennen schon rum ist und wir jetzt schon eins haben. Der 10. Etwas von Nitzhofen wird wahrscheinlich noch annulliert. Oder halt
halt eben weggemacht für die hat den Grund, dass er Runde 10, also quasi die Zildurchfahrt Runde 10-11, ne, nicht erreicht hat. Er hatte ja in Runde 10 kein Sprung mehr, zwei Kurven oder drei, vier vor der Dingerhöhe, ne, also vor der langen Geraden. Also quasi ein DNF, ne, er hat ja quasi nicht kam quasi nicht ins Ziel, ne. Also würde Batman ans Vorrutschen und würde sich einen Punkt noch krallen. Das wird aber erst nach dem Rennen entschieden. Weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wenn ein Fahrer nicht ins Ziel kommt, dann ist das eigentlich ein DNF, ne, und kein Punkt quasi. Ja, eigentlich schon, ja. Und wenn derjenige Fahrer dann noch in einer Runde ist, mit dem der DNF gegangen ist, das bedeutet dann, dass er auch den Platz bekommt. Richtig, man könnte ihn noch als Elfte, wenn er 90% der Rennen ist, hat er erreicht. Ab 70 ist weniger Überrundung der Fall und ab 90% ist bei uns aktuell so ein bisschen voll drauf, dass man hier noch gewertet wird, nicht eben als erst DNF, wenn man halt den 90% der Renaissance erreicht hat. Aber mal gucken, DNF oder der Hersteller keine Rolle eigentlich fast zumindest, außer für die Statistik an sich. So, und Sand unter Druck ist mich jetzt auf der dritten Position, ne? Das ist ganz nebenbei, vorbei am Pali. Hat jetzt Pali, Tiki und Mismofeld hinter sich. Also eine schöne Vierer-Truppe hier. Ja, schön anzusehen, sowas wie wenn vier Fahrzeuge hier die lange Gerade in den Berg hochkommen. Mit so einem Tempo 250, 260. Das hat schon richtig Feeling. Ja, Spielberg eben nicht dabei dieses Jahr oder diese Saison eher gesagt. Denken wir, dass wir dann nächstes Jahr wieder eine GT3-Liga haben werden. Ich meine, die kommen ja, die geht auch circa bis Mitte August, ne? Da muss man vielleicht mal ein bisschen Sommerpause machen. Und jetzt ist inzwischen Pali dran an sein, sind unter Druck. So. Und dann kommt die nächste Saison dann noch ein Sommerspiel, ne? Und Dezember und das gibt wieder selbst einen Monat geben, wo eine Liga nicht mit hochgelassen wird. So. Aber wer hoffentlich jetzt nicht gut aus mit der VSM-Sicht ist, sind der jetzt alleine kämpfen, bis er immer was abgestellt hat, ne? Genauso. Ja, wie Pali jetzt kämpfen darf, weil Pali jetzt mit dem Kampf betrieben ist, wenn ich das auch ein bisschen mit aufgetreten, das habe ich gesagt, oder zurückgetreten, oder was auch so. Und jetzt in dem Team und Pali, Timo und Demi in dem Team, ne? weil Timo nur noch zwei Ritter sind, Demi keins mehr. Ja, hat andere Zwecke. Und Pali rutscht eben vor zu Conte. Weil dann Hannes muss einen richtig starken Fehler gemacht haben, weil er ist jetzt direkt. Na, da vorne ist er doch. Ja, stimmt, wollte ich gerade sagen. Er war dann vor eigentlich. Ja, der war richtig weg. Der ist jetzt weit und breit hoch zu sehen. Ja, er führt jetzt. Es gibt's ja anders. Hannes hat kurzzeitig mal geführt gehabt. Gibt's es nicht. Ja, Salzburg, die Strecke eher unbekannt, aber man sieht, hier ist richtig Feeling drin. Und das heißt natürlich auch, ja, mal gucken für Cup-Klassen, für sonstige Testfahrten, dass man hier nicht, ja gut, hier in den Testfahrt ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich, im Pali geht. Naja, bei Sensen lässt man schön schwer weit die Tür offen, ist ja immer ganz rennstrategisch und rennklug. Denn jetzt kann er sich schön in seinen Windschatten hängen, schön dranbleiben und dann, wenn er zu Hause aufläuft, kann er von beiden quasi die Position kassieren. Machen ein paar Fahrer, weil das ist die Leistung, aber wenn man sonst zu Kollisionen geht, schön Querschatten gesehen. Aber naja, gut, das ist auf die Kuvette ist die gerade, genau. Auf der Geraden ist die Kuvette absolut mehr am schnellsten, aber jetzt ist sie auf jeden Fall anders unter Druck von Pascal Stein, der angeblich aus dem kommen würde. Ja, die Flanken sind natürlich auf die Skins drauf, ne, da haben sie nicht so viel dagegen drin. Aber danke natürlich ans Technik-Team, erstmal fürs Hand und vor allem für hier, ne, das Spiel hat quasi, was jetzt eingeblendet wird. Ja, okay. Wir brauchen somit gar kein eigenes Hut, ne. Zudem, wie schon gesagt, neue Huts in dem Plan sind auch schon, also die ersten Entwürfe sind fertig, werden dann natürlich ein paar Leuten vorgestellt werden, ne. Moderatoren-Team, Admin-Team, Server und so weiter und so fort. Ein Kommentar, was ich immer so auflegen kann, ist, eine Person meinte, ja, es sieht ja aus wie das 101 hat. Ja, gut, ich weiß inzwischen, wie es aussieht, ne? Du ja, glaube ich, auch. Ja. So ein Pali jetzt erstmal gegen Hannes. Ich persönlich finde es natürlich ähnelt es vielleicht den neuen Formel 1 hat, aber man kann ja also das verwenden als persönlichen VSR. Richtig, das soll auch sein, jetzt hoppeln wir beide über die Strecke drüber. Ja, so, Und Pali geht immer leicht auf Kiesbett und jetzt Hannes wieder dran. Okay, wir unterbrechen das mal ganz, ganz kurz. Jetzt kann Hannes zu kompensieren. Ja, kann er auch auf der Geraden. Jetzt mal gucken, wer schneller ist. Auf jeden Fall ganz kurz, das Ganze nochmal ganz kurz zu beenden, bis zur ersten Kurve. Das ist schon wieder auf der Station vorbei, wow. Okay, ich unterbreche. So, Pali, ich gehe vorbei, jetzt mal Hannes, mal gucken. Reicht's aus oder reicht's nicht aus? Inzwischen sind von Tiki geholt worden, okay. Und Hannes zwängt sich trotzdem noch durch. Es geht natürlich um Tiki geht weg. Tiki verliert die Kontrolle ein bisschen, wir sitzen nicht so viel
auch mal. Entschuldigung, das Pali ist nebeneinander. Und ich kann nicht mehr nur zum Hand noch was sagen. Weil ich meine, ein paar von uns sich erwarten im Spiel hat, ja. Nicht nur, weil wir irgendwie in der Fernsehung stehen, das ist auch so ein Faktor für, aber einfach, weil das hart jetzt nochmal an sich werden müssen, da wenn wir quasi nicht die Zeit verlieren, da quasi, ne? Noch mit dem Alten hat er was zu machen. Das wird auf jeden Fall nochmal ein, zwei geben, dann kommen wir. So, keine Sorge. So, jetzt ist er dann auch dran und jetzt Send macht er alle zwei fertig. Mal gucken. Auf der Ground nach Hannes ist er durch. Hannes hat er einen richtigen Top-Speed-Überschuss. Send ist, Hannes hat er und jetzt kommt noch Pali. Mal gucken, ob Pali sich krallen kann. Nein, noch nicht, aber er ist dran. Send wieder auf der dritten Position, Pali jetzt auf der 2. So, auf jeden Fall, ich persönlich muss sagen, es ist ein Formel 1 hat an sich, ne? Es ist ein bisschen danach berichtet, das ist klar. Aber wenn man sich mal das Formel 1 hat an sich anguckt, ne? Außer mal das Replay-Ding, so wie ich gerade schon mal sagen, das sieht eigentlich, wie ich persönlich finde, relativ gleich aus. Schrift ist nicht gleich, und vor allem auch an sich, die Lab-Ansatz, die es beim alten, das sogar noch beim ganz alten hat quasi, ne? Also einfach nur mit diesem Kästchen quasi, also es ist alles ein bisschen neumodisch, alles ein bisschen schöner gemacht, wie ich persönlich finde. Und ja, ich meine, King of Riders hat auch einen super Job gemacht, ne? Das darf man ja mal nicht so vergessen. Bevor er wieder irgendwer kommt mit, ja, das hat auch irgendwie so schön und so weiter. Ja, wir werden uns vorbilden, auf dieses Mal wird dann irgendwann ein Upgrade bekommen. Und so ein paar Sekunden auch ein Upgrade wahrscheinlich von hinten. Wenn jemand vorbeiziehen wird. Mit Hannes, ja, der. Pali, der führende Vierergruppe, kann man schon sagen. Oder fast die Fünfergruppe. Ja. Und jetzt ist er natürlich enorm. Und das kann man sagen, das ist schwierig. Hannes blinkt in sich, so ein paar Linien die Innenseite. Send ist auf der Crunch oder Send, das kommt ja auch nicht. Die Kurve ist fast ein bisschen gut abgestimmt hier. Ja, weil ich auch den längeren Bogen gefahren, ich weiß auch nicht, warum das so lange. Und jetzt ist Send dran, Send ist dran. Send, ja, wollte schon sagen, oh, Send die Kurve ein bisschen verkackt hat, aber jetzt erstmal hier. Hannes von hinten blocken, Hannes hat auch ein kaputtes Auto vor, nach rechts ist er so irgendwas vorgefallen. Und ich ging so ein toller Form wie Clocky in der ersten Runde. Ja, Clocky DNF, Hamburg DNF, das darf man nicht so vergessen, ne? Der Besender immer führend, jetzt konnte sich, und das wird sich auch, ist ja klar. Jetzt sind alle gegen DNF. Ist hier ein zweiter Sieger in dieser Season hier quasi. Das ist auf der Geraden, so das Ende ist schnell auf der Geraden, das ist die Ball ja schon immer auf der Innenseite. Hannes fährt sein hinterher. Und da fliegt schon die Pylone weg. Aber diesmal hat sich nur eingefangen gehabt, sondern jetzt hier ums Pali hält gerade ein bisschen. Ganz schön knapp. Pali hält gerade auf den Hand, ist versucht wieder auf Dreck, aber da lässt er dir keinen Platz hier rein. Hier ins, ich nenne es mal so ein bisschen Gebüsch, ne? Weil ich meine, du fährst jetzt knapp am Gebüsch vorbei, das ist schattig und so weiter. So, jetzt hier sein verbremst sich auch leicht, genau für Pali bei, lassen den Titel schneller nach hinten. Hannes ist auch noch ein bisschen gefallen. Wenn die mich jetzt dann sich abschließen, dann sind die beiden, ne, da hinten auch durch und dann ist das vorbei auf der 3 und Tiki. Aber jetzt war Tiki auf der 3, also abwarten. Tee trinken. So, also, bei Tee trinken ist ja jetzt gerade nicht Sand, sondern Pali. Auf dem Grau sieht es zumindest danach aus. War schon so das andere Sand, wo er Beschuss hatte gerade. Und Pali bringt Sand in Schleudern. Da gab es eine Berührung. Sand, ne, keine Berührung. Sand versucht außen. Und Sand geht außen rum. Ja, geht durch. Geht durch, wohl da. Ja, auf jeden Fall, anscheinend sah es so aus, als ob da. Es sah sogar ein bisschen aus, als ob Pali hat das hat dann auch schon dieses Hand ist der glückliche zweite jetzt in dem Fall. Ganz kurz, also ich denke, dass es so ist, dass. Jetzt kommt Nismofan auch noch. Nismofan kommt auch noch! Nismofan gegen Hannes da reingedrückt. Und Tiki ist auch bei Tiki und jetzt ist Nismofan von Hannes und Tiki geht da. Hoho. Und Tiki macht den Dive Poch. Zu dritt! Alles klar. Und die Heiner dreht sich. Ah, schade. Aber auf jeden Fall, was ich das Ganze sagen wollte. Also, das war ganz schön waghalsig von Tiki. Dritt in die Kanike, das ist schon. Und Hannes hat das Problem. Und das ist. Ja, auf jeden Fall zu dem minimalen Vorfall da. Pali hat zu spät wahrscheinlich rübergezogen. Das ist selten. Der kann ein bisschen schleudern, haben wir gesehen. Ne? Und sich aber noch abfangen. Das war mehr als ein bisschen vorher gewesen. Aber es geht aus und vorbei. Ruf auf den Race, Fragezeichen. Hannes ist auch für mich so bekannt, aber sind anscheinend gerade auch, weil wir kennen auch Send aus manchen Seasons, wo man mal probiert. Ich sag, du kommst außen rum oder ich sag auch nur. Ja, du scheinst hier außen rum vorbei hier. Blockmaster. An der Anfangsphase auf der Innenseite. Aber hier. Schwieriger ist, kann man jetzt nicht sagen, so im Vorfeld, aber natürlich muss sehr gut gewesen. Und jetzt hier Pali gegen. Send und ja, das sehen wir es.
Sein lässt sich aber nicht so doll unter Druck setzen als Palli gerade, ne, finde ich, weiß ich gar nicht, oder? Und Palli. Oh, Palli. Oh, Palli kommt quer. Weg. Jetzt ist Hannes wieder dran. Hannes kommt dran. So, mal gucken. Palli ist blockiert. Ja, Hannes kommt in Schlenkern. Das ist so fein auch noch dahinter. Tiki weg vom Fenster leider. So, jetzt Hannes wieder vor Palli. Und Zen kann schon vorne wegfahren. Gibt ja, kann jetzt erstmal ein bisschen Frischluft schnappen, ja, nach, ne, der ganzen. Genau. Path. Entschuldigung. Und wir sehen die beiden. Oh, geht Riegel. Komm, mal interessant. Und Guido Wille fliegt ab. Das ist schade. Batman mal wieder auf Abwägen. Wir kennen ihn ja. Und er meinte ja, also zumindest was ich so gehört habe, meinte auch, ja, Bridget Cars, Formula Renault, Ja, gut. Hoffentlich bleibt er hier dann zumindest noch. Ich denke mal, dass er auch in der Formula Renault bleiben wird, hoffentlich. Denn hier geht es erstmal um Spaß, vor allem in diesen unteren Ligen quasi. Und jetzt Palli gegen Hannes. Palli gegen Hannes. Palli auf der Grandstelle aus der Audi, das ist klar, und geht vorbei. Ja, schon vor der Kurve hier. Und Nismo-Fan, ja, der hat anscheinend auch ein ganz, ganz gutes Rennen. Sein bestes Own Sand, da gerade minimal ist fast noch abgeflogen. Ne? Da war auf jeden Fall noch eine Rauchwolke und Hannes geht durch die Rauchwolke vorbei an Palli. Jetzt ist Palli nur noch vierter und Hannes wird auf dem Podium. Und Sand, der fährt vorhin, weil der fährt ja auch richtig viel Zeit. Also der hat mir gerade richtig viel Frischluft ein. Braucht man gar nicht auch mehr für. So. Jetzt, gut, da haben die beiden aber echt ein Problem, hier rauszuschneiden. Hier sehen wir nochmal mit dem Boxenterminal, der ist ja hier nicht so groß, wie schon gesagt. Wir sehen ja eben in, ja, Nordösterreich, Nordwestösterreich. Ne? Österreich ist ja quasi, ja, die untere Hälfte geht weiter nach links. Also jetzt hier die obere Hälfte, das ist also am Ende. Und Palli zeigt uns nochmal auf Dreck. Ja, ist in Österreich auch ein bisschen beliebt. Ne? Schade, dass es in Österreich keine Bergrennen gibt. Ne? Also in der WRC, meine ich jetzt. Ne, auf jeden Fall an sich. Ja, die Location ja nicht ganz cool. Die Location ist Salzburg. Wäre es, wenn so haben wir auch neue Strecken, Maps geplant und so weiter. Wenn man sieht, die Alpen im Hintergrund. Genau. Aber ja, Salzburg ist ein schöner Ort. Die haben uns ja heute schon aufgenommen, dazu gesagt haben. Da gab es bei Moskau mehr Probleme. Und beim Slowakiering dann eben das zweite slowakische Rennen, da fahren wir sehr erst. Ne? Aber bis dann, da fahren wir ja nie wieder. Da gab es ja diese Sicherheitsmängel des Todes. Stell dir mal vor, du fährst da und dann kommst du leider auf Track und dann fliegst du über so eine alte Kriegsbande quasi drüber. Also quasi wie so eine Sprungschanze quasi, ne? Ja, ja, Tobias Kunz. War tot, wenn hier das passiert, also. Tobias Kunz seit diesem Rennen nicht mehr dabei gewesen, glaube ich. Also zumindest auf jeden Fall lang nicht mehr zu sehen gewesen. Also ich glaube, dem geht es nach diesem Unfall nicht mehr so toll. Ja, deswegen Vertrag gekündigt. Fans sollten seine Update rausbringen, ne? Dann sind wir da schon wieder gerne dort, ne? Auch wenn dann diese Fahrer eventuell einen Fahrer von uns weggescheucht hat, ne? Das ist klar, aber was willst du tun? So, hier sind Hannes, Palli, Nissovan, wir leiten, genau. Wir gehen so langsam in Richtung Schlussphase hier, wir schon Bundesliga-Konferenz sagen, nein, Racing-Konferenz. Hier von Snacky und V-Bus und was sind nicht für Sponsoren hier. Haben wir auch, dass hier das Hand zu groß gestaltet wäre? Okay, das Logo ist in Ordnung, finde ich auch, aber das andere, ich weiß nicht, die Rennklasse, okay, VSL-Logo auch okay. Und halt eben unsere zwei Sponsoren. Ja, ne, unsere selbstgemachte Niveau. Ist doch eigentlich völlig in Ordnung. So, Guido ist jetzt auch vor der Kampfgruppe hier. Hoffentlich lässt er da alle schön durch. Denn, ja, also trotzdem fährt das los an dem hier, das ist klar, aber trotzdem, wir müssen Platz machen. Und das Thema haben wir inzwischen in jeder Liga. Früher dachten wir echt, das ist eigentlich ganz normal, das checkt quasi jeder. Und doch nicht so. Also, Überrundungen sind wir ja auch wieder einig, muss er jetzt schon Platz machen. Cooler bei dir, jetzt wird er ja, er hält sich mal ja, zu, ja. Jetzt fährt er auf Track, Gott sei Dank. Oh, das war's jetzt erstmal, die Gefahr ist gebannt. Die Gefahr ist gebannt, so. Ja, die Gefahr ist weg für die drei, weil jetzt ist er wieder dran, ne? Also Hannes und Palle sind wieder an seinem dran. So, Guido sortiert sich ein und Hannes blinkt schon wieder schön durch die Gegend. So, und jetzt hier bitte mal umschalten nach vorne, perfekt, so. Gucken. Oh, der bremst und der berührt noch sehr fast hier und her. Also ich finde selbst, Hannes lenkt sich vielleicht der ganzen Linkerei, der Scheinwerfer läuft sich selbst ein bisschen ab. Ja, wir sind sie ja quasi der Selbstverantwortung oder so. Das kann durchaus sein. Hat sich gar nicht am Auto dran, wurde zumindest zu mir gesagt. Der hat dann die Rückleuchten dafür. Genau, nee, also. Der hat ja dafür dann die Rückleuchten, ne, meinte er mal, ja, wenn du bist, dann bremse ich einfach mal ganz kurz so leicht ab, ne, das geht ja. Da verliert man eigentlich 0,2 km/h vielleicht dann trotzdem wieder sowas, ne. Das geht. Hat er auch in dem Rennen gerade schon gemacht, wurde mir gerade auch so eben mitgeteilt.
sind ja, dreimal, viermal nach der Bremse kurz gestiegen, so minimal ist. So, und jetzt Palli gegen Hannes hier. Hoffentlich geht das jetzt hier immer wieder gut. Ich habe ja gesagt, die Bremsen sind Crashen gut geeignet. Vor allem, wenn der eine mal etwas ja, zu arrogant auf der Rennstrecke wird, dann wird es echt hart für den anderen. Für beide in dem Fall. Aber sowas wollen wir mal sehen. Hannes ist ja auch so ein Fahrer, wirklich für die Zuschauer wie ein Danny Ricciardo. Sind manchmal auch die Moves. Ja. Da haben wir die richtigen drei ineinander quasi drin. Historisches Battle bisher hier ums Podium, was wir mal gesagt haben. Ich bin mal schon, ob es da vielleicht irgendwann so ein Highlight-Video gibt. Aber das ist ja, ein bisschen. Ja, wollen wir mal direkt auf dem Podium sehen. Ja, ich gehe stark davon aus, aber Hannes kennen wir schon. Ja, Palli kennen wir noch nicht hier am Podium. Sind ebenso nicht. Außer vom Testrennen. So, gucken. Hannes eigentlich auch nicht vom Testrennen, aber okay. So. Sind wir in der Top 5 will er werden. Aktuell wäre er mit dem 2.5. in der WM. Das ist schon mit genau 50 Punkten, ne? 2 Punkte von Fußballkreis. Der ja heute leider eben nicht ist und nicht eben alles ist. Also, ja, nicht weit weg, aber der hat keine Richtung jetzt vorne. Der macht schon Urlaub. Ja, wie wir schauen. Hier auf der Geraden sieht man genau wie der Hannes hat den Mangel gehabt. Das ist, also das ist ja Wahnsinn, mit einem 6 hier vorbeifliegt. Okay, aber die Kurve zieht sie auch immer weg, ne? Auch so gesagt. Oder, ja doch. Muss man auch mal so gesagt haben. Ja, ich weiß nicht, was ich so gehört habe in der Database im Training, hatten die Corvettes so einen Topspeed von 268 hier. Ja, das ist schon mal stark. Also vorm Einlenken. Also das ist schon eine schön schnelle Geschwindigkeit für ein GT3-Fahrzeug. Und jetzt Palli gegen Zent, mal gucken, wer schneller. Ich denke mal Palli, ja, das sieht so aus, ne? Sehen wir es, und der Palli. Palli, ich versuch's nicht in die erste Kurve. Okay, ist er mehr Renn. Super dann. Ist mehr Rennintelligenz, finde ich persönlich. Also Hannes, klar, der. Hannes kann gut laufen. Der Versuch, ja klar, ich meine, das ist ja eben der Vorteil, wo man dann dran hat. Natürlich für die Vorderen auch ein bisschen Nachteil, ist klar, aber. Ja, der Nachteil, wenn du dann anstichst, ist. Alles ja, steht rein, ja. Bei dir, ja, hier ist auch. Aber beide werden langsam die Vorderen und der Hintermann können sogar noch reinknallen. Hier ist nur dann die Gefahr, dass der Hintermann gerade besser rauskommt und dann das Resultat haben wir als Platz hier. Aber mein Gott, das ist ja nur so, was willst du tun? Das ist politisch wieder ein historischer Wettbewerb. Ich kann nur einfach, also wenn das nicht mal irgendwie mal verfilmt wird, aus allen drei Onboards, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. So, jetzt hier, wir sind bei Hannes. Das muss echt mal verfilmt werden. Historisches Battle, wir schreiben mal wieder Geschichte. Ist glaube ich so die Story, ist, wenn dann jetzt oh Mann, ist so hart gekracht, ja. Da ist irgendwas kaputt gegangen am Audi, das haben wir gehört. Alles auf mich, alles in Ordnung, alles klar. Technische Probleme, okay, auf dem Fall ist es vorbei, dann sind jetzt Palli auch vorne hier. Hey, wake up. User was also, wir funktionieren hier. Boah, es tut mir leid, es gab anscheinend wieder Probleme. Naja, heute läuft es nicht hier mit der Technik, also Technik-Team bitte mal nachgucken, wenn ihr auf jeden Fall. Fahren ist jetzt vorbei hier, an Sendung Palli ist auch dran. Also das Battle zieht sich jetzt schon richtig an. Du weißt eigentlich, wie lange, wie viele Minuten eigentlich noch zu fahren sind? Ja, noch knappe 8, 7 Minuten. Und sein zieht ihn nur rein. Oh, das war ein waghalsiges Manöver. Aber geht durch. Risiko und gehört sein geht auf die Wiese und verbremst sich. Ja, und jetzt Hannes auch. Palli gegen
Palle steckt wieder zurück. Biegen die drei wieder auf die Gerade ein. Also das Battle ums Podium, das Ding ist richtig hart im Fighter. Also jeder will heute hier aufs Podium. Weil heute gibt es endlich mal die Chance. Leider zuvor ist halt Clockmaster und Hamburg ausgeschieden. Aber da kann man halt nichts machen. Und jetzt fighten die Teams oder die Fahrer, die hier noch bis jetzt keine Chance auf dem Podium hatten, endlich mal aufs Podium. Und das sieht man auch, wie sie fighten. Also die streben das alle an und wollen unbedingt auf dem Stockpunkt sein. Richtig. Pali wird wahrscheinlich wieder warten auf die lange Gerade. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Sand, weil in Audi wird wieder der Gerade wieder Nachteil haben, vor allem wenn er auch keinen Windschatten hat. Und Pali kommt ganz gut raus aus der Kurve. Und Sainz saugt sich an den Audi. Und geht vorbei, ne? Ja, und geht vorbei auch. Ach auch Gott. Pali kann vielleicht mitziehen. Pali, was macht Pali da? Pali ist zu weit außen. Dieses Battle ist gerade mehr als historisch, würde ich sagen. Also das hat sich alles weggeschmissen. Schade. Das ist echt schade. Jetzt Hannes. Ja, Hannes kommt mir manchmal vor, so wie Max Verstappen. Junge Wilder, aber der manchmal auch ein Auto überfährt. Also die ganzen Fehler, die wir heute schon gesehen haben, kann man das durchaus nachvollziehen. Und Pali geht schon wieder off track. Jetzt geht es eigentlich, Sand und Pali sind auf dem Podium, jetzt geht es eigentlich nur noch um die zwei ausmatchen. Ich glaube kaum, dass Nispo-Fan hier im hinteren Bereich noch eine Chance haben wird auf die zwei, solange die keinen Fehler machen. Alien schaut für mich schon als der sichere Sieger aus. Ja, der ist eigentlich schon safe. Hier sind wir bei Get Real on Board. Ne, das ist jetzt nicht mehr fein. Er liegt, stand jetzt auf Position 4. Das kann sein bestes Ergebnis der ganzen Saison sein. Aber du denkst gerade ein bisschen selber, ich bin nämlich schon bei Sinn in der ersten Kurve. Weiß ich gerade nicht. Ich bin jetzt so die erste Kurve schon durch. Aber okay, wir haben noch drei kleine Minütchen. Also nicht, wo bist du denn gerade? Ja, auf der Strecke. Okay, also ich bin jetzt eigentlich auch wieder nach dem Rad. Pali gegen Sand. Noch 2-3 Rindchen to go, dann hat das Ganze entschieden. Pali ist für Last Moves bekannt. Aber es ist hier der Abschluss auch noch relativ groß. Bevor dann noch beide rauskegelt, ne? Und dann sind sie jetzt weiter. Und noch einer von den beiden wahrscheinlich noch mehr Clean Dritter. Braucht ja, nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch was riskieren. Weil, wie gesagt, sind beide jetzt auf dem Podiumskurs unterwegs. Und wenn die jetzt das durch den Crash wegschmeißen, ist jetzt auf einmal ich weiß nicht, ob die damit wirklich verstanden sind, ob Red Intelligence dann nicht ein bisschen stärker ist, als wie Last Move sein. So, für Aliens sind noch 2 Ründchen wahrscheinlich, werde nämlich vielleicht dann in der nächsten Runde knapp drüber kommen noch. Na, die beiden hier, die, ja doch, Pali kommt aber nochmal ganz schön hin. Na, mal gucken. Startziele, so, jetzt sind wir auch. Jetzt mit einem Red Bull Ding hier drüber so. Mal gucken.
der ist weggebremst von Pali, aber das ging sicher aus. Aber Pali hat einen besseren Exit. Ja, das stimmt. Und jetzt ist er richtig knapp dran. Richtig knapp. Aber Pali wartet noch was gerade. Ne, noch nicht. Er geht viel zu weit aus. Wow. So, und jetzt ist Senf wieder vor Pali. Ja, die Qual ist auch leicht schneller als der M6, mit dem ist auch schon eben entschotten. Ne? Er zieht ihm sogar noch leicht weg. Wir sind bei Alien. Wir knapp nochmal mit der Zeit, aber das sollte nochmal hinhauen. Eine kleine Runde hat er noch. Vorsichtig wahrscheinlich, mal gucken. Oh. Ja, genau, wir haben jetzt 44 Minütchen und 5 hinter uns. Die Zeit ist ja hier doch etwas, ja, ne? Rund des Starts 4-5 Sekundchen weg. So, mal gucken. Oder warst du schon? Ich glaube nicht. Nein, das war's noch nicht. So, mit der Pali noch eine Chance, eine weitere Runde, um an Fans vorbeizugehen. Und Pali im Drift-Modus. Weil die Reifen werden schon auch ein wenig fertig sein hier nach 45 Minuten. Ja. Aber nicht so, ne? Also es geht, aber. Ja, die Reifennutzung ist, was man im Rennen gesehen hat, hier bei weitem nicht so stark wie auf den vorherigen Strecken, die man vorher hatte. Also hier werden auch die Fahrer weniger Probleme haben konnten, so wie wir auch gesehen haben, viel mehr pushen als wie in den vorherigen Rennen. So, letzte Minute laufen für Alien, Zeit ist schon hinüber. Weg, sagen wir es mal so. Aber die beiden, nee, das wird immer knapp. Pali, der Chase, vielleicht immer für die Last Move. Er geht innen rein. Er geht innen rein. Aber sein kann außen verteidigen. So, irgendwie gewinnt das Rennen. Ja. Also wirklich herzlichen Glückwunsch und Start zuerst einmal. So. Und die beiden hier. Alien. So, schafft's jetzt. Und Pali nochmal gleich quer. Sieht aber nach Senders, oder? Ja, das ist ja eigentlich schon entschieden. Und letzte Kurve. Jetzt keine Welle mehr machen. Ah. Ja, das war's. Send wird zweiter. Pali dritter, ich würde sagen, ist gleich, ne? Ja, wir sind durch. Nächstes Mal fein ist auf Platz 4. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackity und von Weebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Interview hier für das Podium nach dem Rennen auf den Salzburgring. Wir haben hier als allererstes den Platz 3, Pali. Wie war dein Rennen? Wie würdest du es einschätzen? Ja, erstmal hallo und ja, das ist eine gute Frage. Es war schwierig zu fahren, sage ich so, wie es ist. Starke Kämpfe, ja, ich bin echt ein bisschen baff, dass ich so ein interessantes Rennen hatte nach dem traurigen Rennen auf der Nordschleife. Also ich fand's geil. Okay, am Start hat man ja gesehen, gab's ein kleines bisschen Zweikämpfe sofort. Konntest du dich da raushalten oder warst du sofort involviert? Ja, ich habe den Start nicht gut gemeistert, habe mich so ein bisschen versucht neben Alien zu platzieren, hat nicht funktioniert, ich habe die erste Gruppe zurückgesteckt. Ja, dann war Hannes neben mir, hat mich ein bisschen off-track gepusht. Dadurch habe ich natürlich dann den Platz an Hannes verloren und beinahe auch noch an Nismo-Fan. Wäre natürlich richtig knapp gewesen dann nochmal. Ich habe ihn versehentlich dann auch off-track gepusht, weil ich ihn nicht gesehen habe. War natürlich nicht so toll, aber gut, das ist Racing. Man hat nicht überall direkt die Augen. Und ja, sonst ging es eigentlich. Und eine Runde danach fing dann das ganze Kämpfen an. Und ich glaube, im Endeffekt bis auf plus minus eine Runde hatte ich das ganze Rennen nur Kampf. Okay, nächstes Rennen, dann geht's ab nach Russland, auf den Circuit nach Moskau. Wo denkst du, kannst du dich da platzieren? Was, ja, also Russland ist ja so mein Favoritenland, sage ich jetzt mal. Von daher denke ich, werde ich in Russland alles geben und vielleicht ist ja erneut das Podium drin. Was ich hoffe, der M6 ist echt gut auf der Strecke. Und natürlich, wäre natürlich klasse, jetzt meinem neuen Teamkollegen Hamburg, ja,
natürlich Doppelsieg zu holen oder vielleicht siege ich sogar. Aber ich glaube, das ist eher Zukunftsmusik und wir machen das dann da, wenn es im freien Training soweit ist. Alles klar, aktuell bist du in der Gesamtwertung auf Platz 10. Was denkst du, wo könnte es noch in den restlichen Rennen hingehen? Was ist dein Ziel dafür? Wir haben ja jetzt ungefähr die Hälfte der Liga erreicht und es ist schwierig, nochmal was zu reißen, um nach vorne zu kommen an die Top-Plätze. Weil die Top-Plätze halt wirklich gute Positionen haben. Und dann Klockmaster, wie gesagt, Hamburg ist unerreichbar. Es ist schwierig, aber durchaus machbar. Man muss mit genug Ehrgeiz schafft man das. Und ich denke mal, ich habe genug Ehrgeiz, um ja, jetzt, wo ich das Auto verstanden habe, endlich mal anzugreifen. Alles klar, dann nochmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Und dann gehen wir weiter zum Dankeschön. Silberpodest Send. Kurze Einschätzung, dein Rennen? Ja, mein Rennen war super. Es war ein sehr, sehr historisches Battle. Es wird auf jeden Fall in meine Karriere mit eingehen. Also war einfach nur toll heute. Okay, also kurz und knapp. Ganz kurz noch, sofort in Kämpfe verwickelt gewesen oder ein eher ruhiges Rennen gehabt? Ja, ich durfte erstmal schon Nismo-Fan ausweichen, der mich da schön auf Track gepusht hat. Es war relativ super, da ich nämlich mit 0% TC gefahren bin im ersten Gang. Ja, war echt super, ne? Muss ich schon mal gesagt haben, nee, also an sich, ja, das Rennen, also der Rennstall an sich, der war wirklich happig. Von 11 erstmal vorgefahren auf die, ich glaube, 6 war es. Dann halt eben Pali-Zug und dann kann man eben das ganze Gefeite da von Minute 35, sagen wir mal, bis Minute minus 2, sagen wir mal, also bis zur letzten Kurve halt eben. Alles klar, auch von dir noch ein ganz kurzer Ausblick fürs nächste Rennen. Ja gut, Boscar Racer, ich bin mal sehr, sehr gespannt, weil die Strecke kenne ich jetzt so an sich nur vom Namen her, habe mir dann auch schon ein paar Rennen angeschaut, klar, aber ich denke mal, dass es auch Neuland sein wird und ich schätze mal, dass sich da VSL Racing wieder einführen wird. Ganz kurz noch, natürlich für Globmaster, der da rausgeflogen ist, ja, gab anscheinend mal wieder ein paar technische Probleme, aber ich schätze mal, Moskau, wie schon gesagt, könnten wir beide auch wieder, ja, Top 6, Top 8, ja, beenden. Alles klar, dann dir auch nochmal herzlichen Glückwunsch und dann kommen wir zu dem höchsten Podestplätzchen auf dem Stocker, wie man so schön in Österreich sagt, Alien Debütsieger. Eine kurze Einschätzung deinerseits. Ja, hallo erstmal. Also, was soll ich sagen? Ich fühle mich nicht als Sieger, weil Glocki und Hamburg aus dem Spiel rausgeflogen sind. Also, es sind 25 Punkte, die ich mitnehme, aber es fühlt sich momentan noch nicht an, als würde ich es verdient haben zu gewinnen. Weil die beiden, also Glocki und Hamburg, waren heute definitiv schneller als ich. Trotzdem muss man ja sagen, so schnell wie man noch sein kann, man muss ja erstmal das Rennen beenden. Also denke ich, ansonsten trotzdem ein würdiger Gewinner für dich nochmal. Ein kurzer danke. Ausblick. Naja, also den Moskau-Ring habe ich bis jetzt nur mit dem DTM gefahren. Und ich kenne die Strecke auch nicht so wirklich. Also mal schauen, was so geht. Also natürlich wieder ein Podium wäre super. Alles klar, dann wünsche ich dir da natürlich auch viel Glück und dann wie üblich hier nochmal das Kaltgetränk aus Frankreich, Champagner. Yeah! Danke. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackity und von Weebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke.